jetzt nee, ich kann nicht loslassen. Ich bin Control Freak. Das geht nicht. Hilfe, Hilfe! Nicht, dass wir einander klein. Warte. Ich wusste, irgendwie hatte ich das ja schon im Hinterkopf. Mit 18 sollte ich noch mal ins Krankenhaus gehen. Da wird noch mal geschaut. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann haben sie gesagt, also, ja, dass man da eigentlich nichts mehr machen kann. Da muss man schon amputieren, weil die Entzündung immer weiter nach oben ging. Und je höher, desto schlimmer. Das heißt, sonst hätte man vielleicht auch irgendwann ganz ab. Hülya ist Influencerin. Über 100.000 Follower auf Instagram. Sie koordiniert Seminare und sie ist Mutter. Sie fährt Longboard, Rollstuhl und Auto. Jetzt bin ich auf dem Weg zu ihr nach Weissach im Tal in Baden-Württemberg. Hülya wurden mit 18 beide Beine amputiert. Mutterschaft birgt für sie ganz andere Hindernisse als für die meisten Mütter. Wie sie damit umgeht und was das für sie bedeutet, genau das möchte ich herausfinden. Darf ich? Na klar. Oh, schön habt ihr es. Dankeschön. Das war süß, oder? Eieiei. Oh, ich freue mich auf den. Ja. Ja. Wie alt ist er? Rangi ist jetzt 2 Jahre, 2 Monate. Oh. Was hat er für Haare? Ja, so ist er zur Welt gekommen. Echt, der hat voll die coole Frisur. Ja. Nicht mehr. Du wirst es sehen. Aber die Augen, die hat er von mir. Und hier deine Eltern? Nee. Das sind meine Eltern, ja. Ja. Haben die in Deutschland geheiratet? Die haben in der Türkei geheiratet. Ja. Also meine Mutter, die ist dann wegen meinem Vater nach Deutschland gekommen. Okay. Und mein Vater, der ist mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Du bist im Homeoffice? Ja, genau. Ich bin im Homeoffice. Ich arbeite hier bei der Handwerkskammer Region Stuttgart. Und da bin ich als Seminarmanagerin eingestellt und arbeite jetzt ganz bequem von zu Hause aus. Das heißt, du gibst nicht Kurse, sondern du managst, wer wann wo für wen Kurse gibt. Genau. Okay. Genau. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, im Homeoffice und das ist echt toll, dass das auch von zu Hause aus so gut funktioniert. War das immer so gut mit dem Arbeitgeber oder gab es da auch andere Arbeitgeber, wo das dann schwieriger war? Ich habe beim Bürgeramt eine Situation mal erlebt, da kam eine Frau, die wollte ihren Ausweis verlängern und die hat mich angesprochen, weil sie mich im Rollstuhl gesehen hat und sie hat MS diagnostiziert bekommen und wusste jetzt einfach nicht mehr weiter und hat mich gefragt, ob ich ihr denn Tipps geben könnte. Und dann habe ich ihr ein paar Sachen gesagt, wo sie einfach Hilfe bekommen kann. Und dann habe ich einfach mitbekommen, wie jemand dann gesagt hat, also aus dem Team, ich wäre ja nicht im Seniorenheim, ich bin im Bürgeramt und ich muss einfach das machen, stupide, das, was man sagt. Und da war einfach für mich so ein Punkt, Friederike, wo ich gedacht habe, so, das will ich nicht, weil ich kann mich hier nicht, ich habe das Gefühl, ich muss mich verstellen, ich darf nicht sein, wie ich möchte. Ja. Letztendlich war es gut dafür, weil ich ja jetzt meinen Arbeitgeber habe, den ich ja jetzt habe. Und da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Also ich habe so viele Fragen. Ja, Was müssen wir machen jetzt? Also ich packe jetzt ganz schnell die Sachen zusammen und dann gehen wir Rangi abholen, oder? Ja, der ist nämlich in der Krippe. Und ich habe auch schon davon erzählt, dass du kommst und dass ihr kommt. Und deswegen, ja, ich bin gespannt. Freut er sich auch? Oder was also er hat sich gefreut, aber weißt du, das weiß man ja halt nicht. Du kennst ja selber. Er war heute Morgen gut drauf. Wer weiß, was nachher, wenn Mama nicht alleine kommt, sondern irgendwie mit vielen Leuten. Ja, genau. Keine Ahnung. Es bleibt spannend. Also, Leute. Danke. Der Ordner, der ist so schwer. Wow. Den wohin? Guck mal, den tun wir dann einfach da rechts, weißt du, in den Schränkchen. Hier. Hallo. Ach, hi. Hallo. Hi, Dennis. Friederike, freut mich. Hi, hallo. Hi. Hi, Schatz. Du, wir müssen gleich los, gell? Der wartet wahrscheinlich schon. Oh ja, hast recht, ja. Genau. Ich komme heute mit, okay? Ja? Ja. Ja, weiß ich schon, das ist super. So. Dennis, den Schlüssel hast du ja, ne? Ja. Wann helfen, wann nicht? Wie viel Unterstützung ist einengend? Ab wann wird Hilfe aufdringlich? Ich weiß gar nicht so recht, wie ich mich verhalten soll. Das heißt, du brauchst hier keine Hilfe? Nee, das geht ganz gut alleine. Den Weg haben wir auch erst vor 3 Jahren oder 2 Jahren machen lassen.
Das war vorher alles gar nicht behindertenfreundlich, sag ich mal. Da waren ganz, ganz viele Stufen vorm Haus. Okay, und wie bist du dann hochgekommen? Dennis hat mich getragen. Okay. Ja. Und wenn er nicht da war, bist du nicht rein und also bist du nicht rausgekommen oder reingekommen? Ja, so kann man das sagen. So euer tägliches Ritual quasi, Rani abholen. Ja, wir holen ihn immer zusammen. Also wir holen ihn schon zusammen ab. Also alleine hole ich ihn nie ab. Okay. Ja, es ist, der haut mir halt ab. Mhm. Der will halt überall hin und ich bin nicht schnell genug. Also muss immer irgendjemand dabei sein. Deine Brille, die tue ich hier hin, oder? Ja, komm mal dann hin. Ich setze mich da hinten rein, ja? Ja. Ach so, ja, genau. Wieder einmal wird mir bewusst, wie frei ich mich bewegen kann. Hülya muss jeden Schritt organisieren, um den Alltag mit Rangi zu bewältigen. Wie wäre das für mich, wenn ich meinen Partner die ganze Zeit bitten müsste, mir zu helfen? Wie würde sich das anfühlen? Wäre ich wütend auf meine Abhängigkeit oder könnte ich die Fürsorge zulassen? Hallo! Hallo! Na? Hallo! Da ist er! War schön! Ja, ich hau mal seinen Rucksack, oder? Ja. Und wir setzen dir das gleich auf. Mütze auf! So? So. So. Und wie war's? Okay, ich war gut. Alles gut. Hat er geschlafen? Nein. Dann gleich. Was hast denn du da für ein Bär? Man muss ja ganz vorsichtig mit dem sein. Der hat ja eine ganz schwere Kopfverletzung. Ja. Hat er ein Aua am Kopf? Aber geht's ihm schon besser? Sollen wir mal gucken? Ja. Oh, ich guck mal. Ach, du Armer. Hm? Soll ich noch mal pusten vielleicht? Ja. Als Bär mitnehmen. Ah, ja, danke schön. Schönen Tag. Ja, danke schön. Und bis morgen, ne? Tschüssi, bis morgen. Danke, danke. Sagst du noch tschüss? Tschüss. Also, da. Jo, jetzt geht die Mama runter, Schatz. Weißt du doch. Genau. So. Guck mal, Rangi, ich hab dir auch jemanden mitgebracht. Guck mal, ein Baby. Das schläft gerade. Ich habe meine Tochter dabei beim Dreh, bei der Arbeit, denn ich stille noch. Wenn man ein Kind bekommt, gibt es keinen Bereich, der davon nicht beeinflusst wird. Arbeit, Partnerschaft, Freundschaften, Hobbys, Gedanken, Werte. Einfach alles verändert sich. Hülya, wie ist es für dich, Mutter zu sein? Es ist total anders. Es hat komplett mein Leben verändert. Also echt krass. Es ist wunderschön. Es gibt aber auch Tage, wo es total anstrengend ist. Wo es auch Phasen gibt, wo ich überfordert bin. Es ist ein Auf und Ab. Was ich so krass fand, womit ich nicht gerechnet habe, ist dieses Gefühl auch von ausgeliefert sein. Ich habe einfach schon immer mein eigenes Ding gemacht. So, und dann auch so, weißt du, ich hatte kein Kind, ich bin einfach rausgegangen, ich konnte jederzeit das machen, was ich wollte. Und dann bin ich Mama und das war ja so, ich bin ja jeden Tag mit ihm wirklich am Tag 3 Stunden draußen gewesen, also mit dem Kinderwagen, das war auch alles total cool. Warte mal, erklär mal, mit Kinderwagen heißt, wie hast du das gemacht? Ich bin mit Prothesen gelaufen. Ah, okay. Genau. Und dann kam irgendwann so eine Phase, wo er gar nicht mehr rein wollte in den Kinderwagen. Und da kannst du dir vorstellen, ich war zu Hause und er nur gesessen. Ich habe nur gehofft, dass Dennis nach Hause kommt. Ich wollte einfach nur raus. Ja. Ich habe nur gedacht, boah, ist das schlimm, hier zu Hause zu sitzen. Wenn Rangi voller Neugierde die Welt entdecken will, die voller Gefahren ist, die er noch nicht kennt, kommt Hülya einfach nicht hinterher. Sie kann ihren Sohn nicht immer beschützen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber ich habe auch ganz oft mich echt so hinterfragt. Mache ich das alles so richtig? Mhm. Bin ich als Mutter gut? Gut genug so und irgendwie so sich auch so mit sich selber so am Hadern, ob das jetzt reicht, also so dieses, weil letztendlich weißt du es halt nicht. Du kriegst ein Baby, du gehst zu zweit ins Krankenhaus, kommst zu dritt raus und dann weißt du wirklich nicht, was passiert. Wie war das für dich, als Rangi kam und euer
neues Leben losging. Wenn du ein Kind hast, solche Emotionen hast du einfach noch nie gefühlt und auch so nah beieinander. Ne? Also der regt dich auf, das ist Wahnsinn und provoziert dich bis aufs Messer morgens um 6, wo du auf Arbeit musst. Und du könntest es echt, jetzt würde ich aus der Haut fahren und dann dreht er sich rum, lacht dich an, nimmt dich in den Arm und sagt Papa. Und in dieser Sekunde ist alles vorbei. Ja. So ist ein Hoch und Runter, also Achterbahn. Achterbahn finde ich genauso. Und eben diese Ausschläge sind krasser, wie du auch sagst, von Emotionen. Ne? Ja. Da möchtest du hoch? Oh, das Baby, dem ist ein bisschen heiß auch. Ah, es ist so heiß. Willst du dem mal zeigen, wie du rutschen kannst? Kannst du schon rutschen? Ja, cool. Krass, aber so gibt es jetzt irgendwie erstmal keine Hindernisse für dich rein. Nee, das mache ich auch erst, seitdem ich Rangi habe eigentlich. Ach, wirklich? Ja, weil diese Spielplätze sind ja eine Katastrophe. Mit dem Rollstuhl kommst du nicht rein. Weißt du, also hierhin, weil es halt auch sandig, also weißt du, mit dem Sand und so. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, wie ich das am besten mache. Erstmal bin ich auch ohne diese Dinger unterwegs gewesen, also nur also auf das Händen. Ist wirklich neu, das hast du nicht gemacht, als du jung war, also jünger warst oder irgendwie, zu Hause, das ist wirklich zu Hause, aber nie draußen. Nee, und dann war es so, dass ich das wirklich immer nur so auf Händen gemacht habe und das tat dann irgendwann weh und dann hat Dennis diese Dinger entdeckt. Super. Und dann hat er mir die da gebracht und habe ich gedacht, okay, ich probiere es und dann seitdem bin ich halt auf den Spielplätzen so unterwegs und es klappt auch ganz gut. Und für mich ist das nochmal Sport irgendwie. Ja. Und gucken die anderen? Ja, denke ich mal. Ja, also ich gucke jetzt nicht gezielt. Die merkt das nicht. Die merkt das nicht. Nee, das ist abnormal. Aber also die ersten ein, zwei Jahre, als wir unterwegs waren, voll krass. Und die merkt es gar nicht. Aus Problemen macht Hülya Lösungen. Zwischen den Begrenzungen entdeckt sie Freiheit. Hülya lässt ihre Einschränkungen nicht ihr Leben oder das Leben ihres Sohnes bestimmen. Sie befreit sich, um ihm Zugang zur Welt zu verschaffen. Das erinnert mich an Carla, die nach dem Tod ihres Mannes nicht zuließ, dass sie in Trauer versinkt. Sie baut für ihre Kinder eine Zukunft, die nicht nur voller positiver Erinnerungen an ihren Vater ist, sondern auch Neues zulässt, ohne das Verlorene zu vergessen. Papa wartet unten, okay? Doch, und dann kannst du runter. Jetzt kannst du rutschen. Wir gucken. Guck mal. Ja. Und jetzt, juhu! Ja, super. Bravo. Du musst mal gar nicht auffallen. Super gemacht. Mama auch rutschen. Soll die Mama auch rutschen? Ja. Und? Juhu! Oh. Ja! Brennt er schon wieder. Ich hätte gedacht, dass Hülya mit ihrer Behinderung auch im Beruf viel mehr auf Hilfe angewiesen ist. Aber Hülya macht genau das Gegenteil. Sie versorgt nicht nur sich selbst, sie hilft auch anderen in ihrer Umgebung. Zum Beispiel ihrer Schwiegermutter Andrea in der Modeboutique. Sag mal, ihr arbeitet hier zusammen oder wie ist das? Also, das ist ja so, dass die Andrea ja mehr hier ist und ich mache das von zu Hause aus, also mehr Homeoffice. Ja, aber das ist seit der Rangi auf der Welt. Ja. Okay. Also vorher waren wir gemeinsam auf der Fashion Week. Und wir haben schon gesagt, nächstes Jahr geht sie mit und dann gehen wir nach Kopenhagen. Was ich mich vorher auf dem Weg zu dir gefragt habe, was Sprache angeht, darf ich behindert sagen? Bist du behindert? Wäre das eine Beleidigung? Ist das richtig? Oder ich bin da total unsicher, habe ich gemerkt. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Wort behindert, weil das für mich einfach nur ein Wort ist. Und ich dann auch jetzt irgendwie gar nicht darüber sauer bin, wenn jemand das mich fragt. Oder hast du eine Behinderung? Oder was hast du für eine Behinderung oder sowas? Und ich glaube, dass das echt kompliziert wird, wenn wir jetzt auch noch anfangen müssen, das noch zu überlegen, ob wir jemandem das sagen dürfen oder nicht. Wenn ich mich nicht traue, dich irgendwas zu fragen, weil ich die Angst habe, falsche Worte zu benutzen, dann frage ich eben nichts mehr. So ist es. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir uns alle zusammenfinden und uns unterhalten darüber. Und wenn du jetzt aufpassen musst und vielleicht auch ein anderer, der sich gerade nicht traut, mich das anzusprechen, weil er jetzt nicht weiß, ob er das Wort sagen darf, finde ich das halt einfach schade, weil dann diese Begegnung gar nicht stattfindet, weißt du?
Aber was geht gar nicht? Gibt es sowas, was dich verletzt oder was wehtut? Was tut mir weh? Das ist eine gute Frage. Ich habe so ein Ich finde es halt so schade, wenn die Eltern ihren Kindern nicht erlauben, mich was zu fragen. Also ich hatte schon mal so einen Fall, da war so ein kleines Mädchen, so gerade mal 3 Jahre alt, und die hat nach meinen Beinen gesucht im Rollstuhl. Und so, wo sind denn deine Beine? Und der Mutter war das so unangenehm, die hat die so zu sich genommen und hat gesagt, jetzt gehen wir sofort. Und dann habe ich gesagt, ich finde das gut, dass sie fragt. Und was für eine schöne Frage. Das ist eigentlich halt auch eine schöne Frage, ja. Genau, so sehe ich das auch. Aber ich bin mir auch durchaus bewusst, dass es Personen gibt, die es nicht möchten. Na, wer kommt denn da? Da, die Lichter. Soll ich dich da mal hochheben? Oh, guck mal, die Vögel. Piep, 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 piep. Und guck mal, der ist schön. Ist das ein Rotkehlchen? Piep, 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 piep. Und was ist das? Hä? Komisch. Piep, 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 piep. Und ein Glitzervogel. Da oben. Oh, guck mal, wie weich das ist. Ich wollte. Da zu dir? Schön, dass Hülya hier bei Dennis eine Heimat gefunden hat, in der sie nicht kämpfen muss, sondern sich fallen lassen kann. Vertrauen kann, dass ihr Partner da ist für sie und ihr Kind. Sicherheit, Stabilität, das haben sie für Rangi geschaffen. Ob Hülya das in ihrer Kindheit vermisst hat? Kann ich dir was helfen? Oh, danke. Könntest du vielleicht noch mal den Wasserkocher bitte? Weil der ist jetzt. Das Wasser muss jetzt. So. Kann ich dir was aufgießen? Ja, wie viel? Bitte. Oh, ganz ruhig schon. Ja, ganz ruhig. Du bist so auf die Welt gekommen, mhm, und dann wurde das gleich eben nach der Geburt festgestellt. Genau. Man muss aber auch dazu sagen, dass mein Papa auch diesen genetischen, mhm, Defekt, also der hatte das auch. Der wurde mit 8 Jahren amputiert. Okay. Und bei mir war das so, ich bin die Einzige in der Familie, die beides hat, also Hände und Beine, die davon betroffen waren. Und mein Vater hatte das nur an den Beinen. Und ich bin die Einzige in der Familie, wir wissen auch nicht, warum das so ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich dann zur Welt gekommen. Meine Mama, die war gerade so 17 Jahre alt, also wow, auch völlig überfordert. Das erste Kind also? Mhm. Das erste Kind, die war total überfordert, die konnte ja auch die Sprache nicht. Und dann kam ich halt auf die Welt und die war total entsetzt, weil sie jetzt nicht wusste, was passiert. Und dann hat man also bis zum 6. Lebensjahr halt alles Mögliche versucht und operiert. Und zum Glück haben meine Eltern auch gesagt, die Hände an den Händen nichts machen, nicht operieren, das soll sie selber später entscheiden. Das war auch mein Glück, weil ich bin echt froh, dass da nichts gemacht wurde an den Händen. Aber das heißt, ich stelle mir gerade vor, das heißt, du hast eine frühe Kindheit verbracht, die auch oft im Krankenhaus stattfand. Ja. Ich bin nach Hause gekommen und wollte wieder ins Krankenhaus zurück, weil ich irgendwie gedacht habe, die Krankenschwester ist meine Mama. Ist schon komisch, aber das war für meine Mutter auch ganz schlimm irgendwie. Ja. Gesagt habe, ich möchte zurück zu meiner Mama. Wow. Und ich habe noch auch ganz viele Bilder so von früher. Ich kann echt ziemlich weit so zurückgehen. Das ist schon auch so krass, auch, dass das so möglich ist. Aber ich erinnere mich immer dran, ich hatte eine Krankenschwester, die mich immer ständig also ich würde sagen, da war ich vielleicht 5 oder 6. Die hat mich immer von Zimmer zu Zimmer mitgenommen. Ich durfte immer bei ihr so drauf sitzen und dann hat sie mich, sie hatte keine Kinder und das war halt so die Schwester Gabi halt. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Sie hatte lange rote Haare und immer 2 Zöpfe und das war so meine Bezugsperson im Krankenhaus. Und da habe ich auch die Schule besucht, weil ich ja halt, wie gesagt, mit 6 Jahren immer noch im Krankenhaus war. Also das heißt, du warst wirklich fast durchgängig im Krankenhaus? Also immer wieder mal auch zu Hause ein paar Wochen, aber dann auch schnell wieder im Krankenhaus. Und was hat man da immer gemacht? Operiert oder? An den Beinen immer wieder operiert. Und dann war mit 6 so ein Cut. Dann haben sie aufgehört und gesagt, mit 18 wird nochmal geschaut, was man machen kann. Ich habe mich selber gar nicht so anders wahrgenommen. Ich habe das schon manchmal ein bisschen auch so empfunden, als wäre ich, kann ich dir jetzt sagen, nicht so willkommen. Das hat schon mich lange beschäftigt auch. Ja. Und das war auch schon so irgendwie, dass ich gedacht habe, so, da gibt es noch ein Lieblingskind, aber ich bin es nicht. Und meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen. Mhm. Ich bin dann erst zu meiner Mutter und dann bin ich aber zu meinem Vater zurück und die anderen beiden Mädels waren bei meiner Mutter. War das auch deine Entscheidung? Oder ja, das war meine Entscheidung. Okay.
Aber gut, dann bin ich dann aufs Internat gegangen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und das war so genial. Genau das, was ich eigentlich auch wollte. Ich wollte auch irgendwie raus. Raus was anderes kennen. Absolut auch selbstständig sein, ne? Ja. Und dann bin ich mit 15 rein, genau, und mit 24 wieder raus. Aber das heißt, zwischen, wenn wir jetzt zurück zu den Beinen gehen, da war die Amputation. Da war die Amputation. Mhm. Also als ich wusste, irgendwie hatte ich das ja schon im Hinterkopf, mit 18 sollte ich nochmal ins Krankenhaus gehen, da wird nochmal geschaut. Der Arzt hat dann ja alles Mögliche dann geguckt und untersucht und links das Bein würde er auf jeden Fall erhalten, weil es einfach funktionsfähiger war und rechts würde er amputieren. Das war dann so, okay, ja, aber das war jetzt auch nicht so dramatisch. Ich habe gesagt, ja gut, das eine Bein hätte ich dann ja noch und wenn er sagt, das wird mit Prothesen gut, dann okay. Ja, dann wollten die aber unter dem Fuß, unter dem linken Fuß eine Titanschraube einsetzen. Das haben sie dann auch gemacht. Und dann hieß es, es wird dann gut und auch zum Laufen wird das super. Das war aber nicht so. Nach 4 Wochen hat sich das dann komplett entzündet. Oh nein. Und ich wusste schon, also im Internat wusste ich, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und dann bin ich da hingegangen und dann haben sie gesagt, also ja, dass man da eigentlich nichts mehr machen kann. Da muss man schon amputieren, weil die Entzündung immer weiter nach oben ging. Und je höher, desto schlimmer. Das heißt, sonst hätte man vielleicht auch irgendwann ganz ab. Okay. Und dann war es, das war schon krass, weil dann weiß ich noch, ich habe die Tür zugeknallt und bin gegangen. Dann ist die Krankenschwester hinter mir hergekommen, hat auch versucht, mich zu beruhigen. Ich habe gesagt, ich lasse gar nichts machen und ich bin jetzt weg. Aber ich muss sagen, bei der zweiten Amputation hatte ich echt Schiss. Weil ich habe so Albträume gehabt und habe echt gedacht, es könnte auch wieder daneben gehen. Also so, weißt du, ich habe schon gezögert, auch so die Decke, also so unter der Decke zu schauen. Also das war schon ganz komische Situation. Was ich aber gemacht habe bei der zweiten, also bevor ich wusste, dass ich jetzt schlafe, habe ich gedacht, okay, jetzt verabschiede ich mich einfach nochmal. Dieser Moment, das stelle ich mir auch krass vor. Zum ersten Mal zu schauen. Ja, das war auch echt krass. Ich hatte auch so komische Träume immer wieder. Ich habe eigentlich nur von den Beinen geträumt, die irgendwie schwarz angelaufen sind. Also ganz krasse Träume, also vor der OP. Und als es dann so war und ich das erste Mal geschaut habe, fand ich es dann auch gar nicht so schlimm. Aber dieser Moment. Also die Gedanken davor, die Angst davor war schlimmer und dunkler und düsterer, als es dann war. Ja. Also ich hatte ja jetzt auch keine andere Option, weißt du, wie ich meine? Ja. Also entweder bin ich jetzt am Jammern und verkrieche mich so oder ich stehe auf und mache jetzt weiter. Es gab ja nur diese beiden Optionen. Und die zweite Option, also das Weitermachen, fühlte sich irgendwie besser an. Schwanger werden, eine Familie haben, war das auch immer so ein Ziel von deinen Zielen oder war das ein großer Wunsch oder hat sich das eher ergeben? Das hat sich eher so ergeben. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer gesagt habe, ich will unbedingt Mama werden. Das hatte ich irgendwie lange nicht. Ich auch nicht. Echt? Mhm. Ja, das ist interessant, weil das man oft hört, dass die Frauen unbedingt Mutter werden wollen. Genau. Das kam bei mir recht spät. Also Dennis und ich haben 2018 geheiratet. Mhm. Da waren wir im Urlaub und dann kam mit einem Mal irgendwie Dennis, ich hätte schon ganz gerne ein Kind. Mhm. Möchtest du auch? Ach so, ja, okay. Also das war aber nie so ein Thema. Aber ich habe Dennis das gesagt, dass der Rangi eventuell oder dass unser Kind dann eventuell das auch hat, was ich habe. Und ob er dann auch bereit wäre, weil ich würde das Kind dann auf jeden Fall behalten. Und Dennis hat gesagt, wenn deine Eltern sich jetzt gegen dich entschieden hätten, dann hätte ich ja dich nie kennengelernt. Das fand ich so schön. Also war es für ihn ganz klar, wir behalten das Kind. Mhm. Egal was ist. Und ich habe auch mich all gegen diese Untersuchung entschieden. Egal, was ich jetzt für ein Kind bekomme, es ist ein Geschenk und ich möchte es behalten. Hülya hat in ihrem Leben einen Partner gefunden, der sie ganz und gar respektiert und unterstützt. Ihre Abenteuerlust, ihr Bedürfnis nach Freiheit. Sie sind beide gleichberechtigte Partner in diesem Team. Und auch wenn Hülya im Moment mit Rangi etwas mehr Hilfe braucht, hat sich daran nichts geändert. Dein Job in der Handwerkskammer, die Modeboutique, Mutter sein, Instagram. Ist dir manchmal auch mal alles zu viel? Ja, tatsächlich. Manchmal frage ich mich das auch, wie ich das eigentlich schaffe. Aber ich habe mir dann irgendwie so gedacht, weißt du, wenn ich 3 Tage Woche arbeite, dann gucke ich, dass ich die Boutique dann irgendwie am Wochenende oder einen Tag dann nur für die Boutique dann nehme. Und Instagram läuft irgendwie so nebenbei.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja, also über Facebook. Ich bin bei ihm aufgetaucht. So, da ist irgendwie so ein Bild von mir aufgetaucht, weil wir eine gemeinsame Freundin hatten. Mhm. Und dann hat er mich immer wieder angeschrieben. Und ich habe auch länger nicht geantwortet. Mhm. Ich glaube, ein Jahr später habe ich gedacht, Mensch, der ist immer so, irgendwie schreibt er immer so nette Sachen, weißt du, so alles Gute. Zum, also auf Weihnachtsgrüße und was weiß ich was und Ostern. Und dann habe ich gedacht, ich könnte dem ja auch mal antworten. Und das ging dann, glaube ich, 4 Wochen so. Und dann haben wir gedacht, jetzt können wir uns auch mal treffen. Das war auch total nett. Und da hat es eigentlich schon gefunkt. Und wie ging es dann weiter? Also für dich war es aber auch in Frankfurt dann in der Kneipe relativ schnell klar, dass... Ja, für mich war es eigentlich fast vorher schon klar. Wir waren auf so einem Stand, wo man sich total freut, wenn man abends von der Arbeit kommt und man denkt so den ganzen Tag, noch, heute Abend können wir wieder telefonieren oder schreiben. Also das, und sie hat mir dann ja auch, ich wusste das ja nicht von Anfang an, dass sie keine Beine hat. Das, das war ja nur so ein Profilbild. Ja. Und irgendwann hat sie mir das dann erzählt und da waren wir aber schon so auf so einem Stand. Ich meine, sie hätte mir irgendwie alles erzählen können, weil ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Und ich weiß auch, ich kann das nicht. Ja. Ich stell mich jetzt einfach mal drauf. Mal keine Ahnung, was passiert. Du musst auch so. Ich muss richtig weit auseinander. So. Da kann ich jetzt gar nicht mitreden, weil ich ja gar nicht stehe. Aber ich bin froh, dass du mir deine Hand gibst. Ja. Hand. So. Also. So? Ja. Wir haben sogar noch Hand. So ist das super. Ja, Griffi, ja, guck mal. Auf eine Augenhöhe. Guck mal. Okay. So. Das ist gut. Ich komme dir zu nah. Ich finde gerade. Ich bin gerade nicht. Weißt du was? Ich glaube, wir kreieren gerade hier eine neue Trendsportart. Für so unausgeglichene Menschen wie mich, die es einfach nicht schaffen, auf so einem Longboard zu stehen. Die können einfach im Sitzen durch die schwäbische Landschaft fahren. Ich finde es super. Sag mal, Hülya, bist du ein Vorbild? Oh, Vorbild. Ach, das ist so. Würde ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Vorbild ist immer so. Würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber vielleicht so eine Inspiration manchmal. Bekommst du Zuschriften oder bekommst du Nachrichten von Leuten? Ja, also ich bekomme ziemlich viele Nachrichten. Also tatsächlich auch von vielen Frauen so, die in derselben Situation stecken. Ich kann dir jetzt mal von einer Person erzählen, die hat so eine, ja, die hat schon die Behinderung, die ich habe, also die Dysmelie. Und die hat immer gedacht, die kann keine Mama werden, weil sie das eh nicht schaffen würde, etc., körperlich und so. Und die hat dann immer wieder meine Bilder gesehen, hat auch mitbekommen, dass ich Mama geworden bin. Und jetzt vor kurzem hat die geschrieben, dass meine Geschichte sie dazu bewegt hat, selber schwanger zu werden. Und dann habe ich gedacht, krass, irgendwie sitze ich so in meinem Dorf und irgendwas passiert da draußen, weißt du, in der Welt, von dem ich jetzt so gar nichts weiß, nur durch irgendwelche Bilder halt, die Dennis da reinstellt. Ich hoffe auch, dass es auch in meiner Branche hingeht zu mehr Diversität, zu Inklusion. Ich habe gerade eine Rolle gespielt, die ein gelähmtes Bein hat. Und was ich ganz interessant fand, eine Frau, die sich mit Hilfe einer, nicht Prothese, sondern Orthese bewegt. Und was mir daran total gefallen hat, dass das aber nicht das Thema ist. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach ihre Normalität und es wird so beiläufig erzählt. Das würde ich mir auch wünschen, weißt du, dass es irgendwie Nachrichtensprecherinnen gibt, die im Rollstuhl sitzt, aber auch, dass es dann, wie du gesagt hast, dass das irgendwie auch gar keine Rolle mehr spielt. Also es ist gar keine Hauptrolle, es ist nur nebensächlich einfach. Warum soll denn nicht einfach jemand auch im Film mitspielen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt immer eine Person spielt, die behindert ist, sondern einfach mal was anderes. Ja. Hilfe! Und? Was? Ja, jetzt geht's bergab. Jetzt lass mal los. Nee, ich kann nicht loslassen. Ich bin control-free. Das geht nicht. Hilfe! Nicht, dass wir einander klein, warte. So, einfach mal mit. Wie, du lässt jetzt einfach los? Oh. Ja. Cool, oder? Nee. Hallo. Ich beschütze dich, okay? Super, danke dir. Hallo. 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 Super lieb.
ich liebe das so, so auch wirklich auch so vor der Kamera zu stehen. Das mag ich total. Und ich habe das auch als Kind, war ich ja wirklich, das hat mir immer gefallen, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Also auch Theater habe ich lange gespielt. Und von daher ist es so richtig so ein Hobby, so eine Leidenschaft, die wir beide so haben. Einmal beide hergucken. Ja. Fröhlich sein. Ja, Chef. Ja. Gleiche Kopfhaltung, ja, wunderbar. So schön zu sehen, wie wohl sich Hülya vor der Kamera fühlt. Super, dankeschön. Oh, komm, sauber durchgehen, jawohl. Kurzes Dribbling, links, rechts. Auch Verena, jawohl. Die Profifußballerin, trägt dazu bei, dass es diverse Frauenbilder in den Medien gibt. Zwei vor, eins zurück, jawohl. Sauber in die Flächen rein, jawohl. Frauenfußball wird immer präsenter. Und es liegt an so selbstbewussten Charakteren wie Verena. Ich mach ein Foto von euch, komm, Dennis. Oh, das ist ja cool. Oh, das wird, glaube ich, ein total schönes Foto. So. Hülya musste sich früh befreien von gesellschaftlichen Normvorstellungen. Kann ich das? Wie schnell wird man einsortiert in eine Schublade? Akzeptieren und loslassen. Hüljas Superkräfte und dann think out of the box. Every time and everywhere.